In einer Rektifikationskolonne erzeugt man keine leichter flüchtige Komponente und keine schwerer flüchtige Komponente. Durch das stufenweise Verdampfen und Kondensieren ist es nur, dass sich die Konzentration ändert. Und zwar im Sumpf haben wir dann mehr Höhersieder, also leichter kondensierbaren Stoff, und im Kopf haben wir dann den leichter Sieder. Und diese Aufkonzentrierung und Änderung der Zusammensetzung in der Rektifikationskolonne, das gucken wir uns an zwei Grenzbedingungen an. Erstmal mit dem Grenzfall, dass wir einen geschlossenen Kreislauf haben und es tatsächlich nichts produzieren. Und das nennt man dann mit einem unendlichen Rücklaufverhältnis. Also ist unser Thema, kommen wir her hier, 6.2, wir hatten die Einführung, theoretische Bodenzahl 6.2, theoretische Bodenzahl oder Trennstufenzahl, das nennen wir NTH. TH steht für theoretisch. Bei geschlossenem Kreislauf oder bei totalem Rücklauf totalen Rücklauf R gegen unendlich. Ja, jetzt müssen wir uns das mal vorstellen. Also wir hatten ja beim letzten Mal uns damit beschäftigt, dass so eine Rektifikationskolonne aus dem Verdampfer besteht, dem Kondensator und der Trennkolonne. Wenn ich jetzt das mit totalem Rücklauf fahre, dann fällt dieser untere Teil weg und der Vorwärmer wird zum Verdampfer. Und dann verdampft man und hier muss man Rücklauf komplett zurücklaufen lassen und es gibt kein Produkt. Dann habe ich für die gleiche Auftrennung von, dann ist der Sumpf 4, von Sumpf zu Kopf, die minimale theoretische Bodenzahl. Das hat was damit zu tun. Und wie würde das jetzt aussehen? Da gibt es hier diese Abbildung, aber wir könnten uns die auch noch mal zeichnen. Und zwar bei totalem Rücklauf ist es wie folgt. Da haben wir hier unten den Verdampfer. Ich muss mal, dem wird Wärme zugeführt. Jetzt Q.V und das ist der sogenannte Verdampfer. Und hier ist jetzt die Flüssigkeit, die muss auf eine auf die ihrer Zusammensetzung entsprechende Temperatur erhöht werden, also TS1, sagen wir mal. Und ja, das ist hier die Flüssigkeit. Hier haben wir den Verdampfer. Und wir brauchen die Einbauten. Hier ist ein Einbaute. Hier ist das Überlaufwehr. Jetzt steigt Dampf nach oben und die Einbauten müssen Löcher haben, sehen wir auch gleich, und das muss dann so eine Glocken haben eigentlich, ne? Da muss der Dampf durch und hier oben steht dann aber eine Flüssigkeit, die fließt hier runter. Und von der, also das hier ist die erste Trennstufe oder ja, die erste Trennstufe ist eigentlich hier der Verdampfer und das ist dann schon hier die zweite Stufe, aber das die erste Einbauten. Und hier machen wir das auf der Seite. Hier haben wir die das Überlaufwehr. Die zweite Flüssigkeitssache,
hier, der Dampf steigt wieder oben auf und hier geht es runter, wenn es sich zu sehr füllt. Und das ist dann die dritte Stufe. Und wenn uns die Reinheit reicht von dem, also hier steigt hier aus der Flüssigkeit der neue Dampf aus und jetzt hier auch ein neuer Dampf. Und wenn uns das hier reicht, dass diese Auftrennung, dann würde das jetzt hier zum Kondensator gehen. Also hier haben wir noch diese Dämpfe und jetzt haben wir den unendlichen Rücklauf. Jetzt muss hier die Flüssigkeit wieder zurückgehen, also haben wir hier unseren Rücklauf. Und hier geht nichts ab, da ist sonst eigentlich Endpunkt Destillat und das ist jetzt gleich Null. So, hier haben wir, warum kondensiert das? Hier kann ich auch noch, da habe ich es dampfförmig dargestellt und hier sind es halt Flüssigkeitstropfen, siedend flüssig. Und es muss eben die Kondensationswärme abgeführt werden. Hier ist Q-Punkt Kondensation und hier ist Q-Punkt Verdampfer. Diese, ja. So, und was können wir jetzt sagen? Was heißt jetzt R gegen unendlich? Das ist der sogenannte Flüssigrücklauf, weil es siedend flüssig ist, Endpunkt F. Und das ist jetzt sehr groß und das Rücklaufverhältnis. Gibt an, das Verhältnis zwischen Flüssigrücklauf, Menge zu Destillat, Menge, das ist jetzt 0 und das hat einen bestimmten Wert und damit geht das gegen unendlich und wir können auch sagen, das ist Endpunkt F. Wird das also Stoffmengenstrom flüssig Rücklauf zu Endpunkt Destillat und mit der Konzentration, wenn die Konzentration hier im Rücklauf XF gleich X Destillat ist, wenn ich was trenne, dann ist das gleich, ergibt sich jetzt auch, dass der Massenstrom an flüssig Rücklauf zum Massenstrom Destillat das Rücklaufverhältnis ist und wenn ich sage, dass die Konzentration sich nicht ändert, dann bedeutet das auch, dass die Dichte gleich bleibt. Die Dichte im Flüssigrücklauf ist dann wie die Dichte im Destillat und deswegen können wir dann auch sagen, Volumen Flüssigrücklauf zu Volumen Destillat ist das gleiche. Aber ganz grob, das Rücklaufverhältnis ist das. Und jetzt haben wir also einen geschlossenen Kreislauf. Und jetzt wollen wir uns mal die Aufkonzentration vorstellen. Und was nehmen wir an? Dass wir immer die Gleichgewichtskonzentration auf jeden Boden bei diesem geschlossenen Kreislauf erreichen. Also das ist jetzt auch unsere Vereinbarung. Erreichen der Gleichgewichtskonzentration auf jedem Boden N. Und hier ist jetzt das, das ist der erste Boden, Boden 1. Das ist Boden 2 hier. Oh, das passt nicht mehr hin. Muss ich Boden 2 und das ist Boden 3. Und hier kann ich auch noch zur Siedetemperatur sagen, weil ja, nee, das sagen wir dann später. Ich hoffe, ich denke dran. Ich denke daran. So, jetzt
werde ich mal ein Gleichgewichtsdiagramm, ein Thiele-McCabe-Diagramm zeichnen. Und zwar für ein ideales Stoffgemisch. Das hier ist ganz einfach, also was haben wir? Wir haben hier einmal von 0 bis x, also den Molanteil in der Flüssigphase und von 0 bis y. Und das Gleichgewicht dazu ist zum Beispiel so. Aber das sieht man nicht so gut, dann sollte ich das in schwarz machen. Das hier ist die Gleichgewichtskurve. Gleichgewichtskurve. Und je größer der Abstand der Gleichgewichtskurve von der Diagonalen x gleich y, die mache ich jetzt mal hier so gelb. Das ist jetzt die Diagonale y gleich x. Das schreibe ich aber noch mal so. Y gleich x. Und je größer dieser Abstand, umso besser trennbar ist das Gemisch. Ja, und jetzt deute ich mal das anders an. Das, was ich hier so ein bisschen besser gezeichnet habe, das mache ich jetzt mal nur so schematisch. Und hier unten ist jetzt die Flüssigkeit mit der Konzentration x0. Die Flüssigkeit mit der Konzentration x0. Und jetzt zeichnen wir uns an dem Gleichgewichtsdiagramm diese Konzentration auf. Also zum Beispiel hier ist x0. So. Und x0 ist gleich y minus 1, das gibt es aber nicht. Aber hier ist jetzt auf der Diagonalen, könnten wir uns auch x0 anzeichnen. Und den Prozess der Verdampfung, das geht hier jetzt hoch. Und der Dampf, der hier hochsteigt, das ist y0. Und y0 ist dieses hier. Also hier haben wir den Prozess der Verdampfung. Das hatten wir uns hier schon ein bisschen besser gezeichnet. Hier schreibe ich mal bloß V wie Verdampfung nach oben. Und weil im darüberliegenden Boden kühlere Flüssigkeit dem entgegenkommt und es kommt hier auch wieder so runter, hier haben wir kühlere Flüssigkeit, kondensiert es jetzt. Ach so, und das ist die, ich muss aber hier auch noch zufügen, dass es durch Wärmezufuhr, Q-Punkt, Verdampfung eigentlich erst der Dampf nach oben steigt. So, jetzt hat der Kontakt mit der kühleren Rückflussflüssigkeit und kondensiert spontan. Und da haben wir hier auf dem Boden x1 und dieses x1 ist gleich y0, weil das ist der Prozess der Kondensation beim kompletten K. Und dann haben wir hier der Dampf, der hier kondensiert, der hat dann auch die Konzentration x1. Also können wir sagen, x1 ist gleich y0 bei totalem Rücklauf. Ja, das ist die Kondensation. Und was können wir für die Verdampfung sagen? Für die Verdampfung können wir sagen, y0 ist größer als x0. Und so können wir ganz allgemein für die Verdampfung sagen, wenn wir anstelle von 0n sagen, yn auf einem Boden ist größer als xn. Das können wir ganz allgemein sagen. So, jetzt setzen wir das mal fort. Die Flüssigkeit, die hier als Rückflussflüssigkeit nach unten kommt und hier ankommt, die kann ja durch die Zufuhr der Verdampfungsenthalpie jetzt selber Dampf, der Kondensationsenthalpie, weil dieser Dampf kondensiert,
wieder selber seine Flüssigkeit zum Verdampfen bringen. Hier steigt also jetzt ein Dampf auf mit der Konzentration Y1, die größer ist. Jetzt haben wir hier wieder diesen Schritt der Verdampfung und hier über der Flüssigkeit X1 gibt es einen Dampf, der kontinuierlich aufsteigt mit der Konzentration Y1. Und jetzt haben wir darüber noch einen Boden. Hier muss es offen sein und hier sind auch Öffnungen. Und jetzt dieser Dampf von unten steigt hier oben auf und hat wieder mit einer Rückflussflüssigkeit Kontakt, die kälter ist. Und jetzt kondensiert der Dampf mit der Konzentration Y1 und wird zur Flüssigkeit X2 auf dem darüberliegenden Boden. Hier haben wir die wieder komplette Kondensation und hier haben wir passend dazu X2. Und wenn davon wieder ein Dampf aufsteigt, ich deute es mal nur an, sonst ist es zu viel, hier jetzt auch wieder ein Dampf Y2, dann haben wir das im Gleichgewicht, geht es einfach senkrecht nach oben und müssen wir zur Gleichgewichtsgerade und haben hier Y2. Und wenn wir jetzt das bei uns das reicht, wenn wir das kondensieren lassen, dann ist der Prozess der Kondensation hier so, dann haben wir dann später X3 und bei uns könnte man sagen, okay, wir geben jetzt diesen Dampf Y2 über einen Kondensator. Wo Kühlwasser reinkommt und rausgeht und sagen, jetzt kommt hier X3 an und das ist gleich X Rückfluss und das ist dann später auch, wenn wir was produzieren, gleich XD. So, hier geht es jetzt hier so zurück. So, und das hier würden wir dann später auch nennen, das hier ist XD, also Destillat oder Kopfprodukt. Und das hier wäre das, was im Sumpf zurückbleibt nach einer gewissen Trennzeit. Das nennt man dann X-Sumpf. Ist gleich X-Sumpf. Und um jetzt also unser Gemisch, was hier irgendwo am Anfang, bevor ich das in Gang setze, vielleicht in der Mitte eine Konzentration hatte, ist ja aber nicht interessant. Im Kreislauf, im geschlossenen Kreislauf auftrenne, dann habe ich hier jetzt diese Auftrennung bis dahin. Und will ich noch mehr auftrennen, dann bräuchte ich mehr Trennstufen. Was können wir jetzt auch für die Kondensation sagen? Bei der Kondensation ist die Konzentration im darunterliegenden Dampf gleich der Konzentration in der darüberliegenden Flüssigkeit. Also für die Kondensation können wir ganz allgemein sagen, dass yn-1 gleich xn ist. Das ist hier ganz wichtig. Und diese Kondensation, dass die immer hier zu diesem Gleichgewicht, zur Diagonalen hingeht, das ist die sogenannte Arbeitsgerade. Also hier, wenn ich jetzt auftrennen will von x-Sumpf bis x, ich muss eine neue Farbe nehmen, ich nehme mal dunkelblau. Von da bis da
Also von der niedrigsten Konzentration bis zu der höchsten, die ich erreiche. Aber jetzt habe ich das hier so durcheinander geschrieben. Das hier ist die Konzentration an sich, x gleich 1. Und hier ist jetzt in unserem besonderen Fall x3 gleich xd. Und weil wir von da bis da mit diesen Trennstufen auftrennen, ist das jetzt die Arbeitsgerade. Oh, kann ich ruhig hier hin machen. Bei r gegen unendlich. Arbeitsgerade. Bei totalem Rücklauf r gegen unendlich, weil ich kann ja nicht sagen gleich unendlich, genau, ist das hier die Arbeitsgerade. Und weil wir die Konzentration an leichter flüchtiger Komponente verstärken, heißt das auch die Verstärkungsgerade, weil das oberhalb des Einlaufes ist. Also das nennt man auch Verstärkungsgerade. So. Ja. Warum bleibt die Konzentration x0 jetzt hier immer gleich? Weil sich dann durch den Rücklauf, der von oben kommt, wieder leichter flüchtige Komponente zugeführt wird. So, und jetzt sehen wir also, dass wir, wenn wir es so auftrennen wollen, drei Trennstufen brauchen. Und eine Trennstufe ist immer eine Komplettverdampfung und Kondensation bis zur Arbeitsgeraden. Das nennt man eine Trennstufe. Das ist also Trennstufe 1, dann hier Trennstufe 2, Trennstufe 3. Will ich nur so aufkonzentrieren, von da bis da, dann bräuchte ich bloß zwei Trennstufen. Wollte ich nur so aufkonzentrieren, dann würde ich gleich den Kondensator hier unten ranlegen und gleich die Flüssigkeit hier auf diesen einen Boden drüber geben. Ne? So wäre das. Was ist jetzt also die erste Trennstufe? Die erste Trennstufe ist immer schon der Verdampfer. Das habe ich hier schon angedeutet. Also erste Trennstufe. Das hier ist die zweite Trennstufe. Besteht immer aus Verdampfung und Kondensation im darüberliegenden. Und die dritte Trennstufe wäre hier, dritte Trennstufe. Ist der Dampf, verdammt, der entsteht, und hier der die Kondensation des Dampfes und wieder Zurückführung. Ja, jetzt haben wir also, können wir in diesem, ach so, das ist noch ganz wichtig, das zeigt ein stoffliches Gleichgewicht. Und wie haben wir dieses Diagramm genannt? Das ist das McCabe-Thiele-Diagramm. Und das brauchen wir jetzt, um die notwendige Trennstufenzahl zu bestimmen. Ups. Thiele-McCabe-Diagramm. Ja, oder XY-Diagramm. Der Begriff Gleichgewichtsdiagramm, den verwende ich auch, aber eigentlich sind die stofflichen Gleichgewichte auch im Siede-Diagramm und in dem HW-Diagramm zu erkennen. So, also was können wir jetzt machen? N theoretisch bei Erreichen der Gleichgewichtskonzentration auf jeden Boden. Und was wollten wir? Wir wollten die theoretische Bodenzahl bei totalem Rücklauf bestimmen. Und N theoretisch aus Thiele, ich hatte es McCabe-Thiele genannt. Manchmal dreht man das auch um. McCabe-Thiele-Diagramm. Bestimmbar. In Abhängigkeit von XS und XS.
xd. Ja. Hier möchte ich noch was ergänzen. Rücklaufverhältnis kürzen wir ja ab mit r. Und wenn dann tatsächlich hier alles aufgestiegen ist und das im Kreislauf ist, dann kann man Folgendes beobachten, dass die Siedetemperatur, ich sag mal jetzt 0, hier auf oder auf dem Boden 1 oder auf der Trennstufe 1, ja, also beim Verdampfer 1, das ist größer als die Siedetemperatur hier auf dem Boden 2, Boden 2, TS2. Warum? Weil hier mehr Tiefersieder drin ist. Und jetzt steigt ja hier auch ein Dampf auf, der noch mehr Tiefersieder drin hat oder leichter flüchtige Komponente. Und deswegen ist auf dem Boden 3 die Siedetemperatur dann auch noch mal kleiner als auf Boden 2. Das wollte ich noch ergänzen. So kann man es messen. Das ist auch hier sehr schön gezeigt. Nee, hier hat er die Temperatur nicht. Hat er die irgendwo? Nee, sind hier nicht gezeigt. Sind hier gezeigt bei der Skizze. Dass also hier die Temperatur am größten ist, am niedrigsten Ort und immer kleiner wird, weil die leichter flüchtige Komponente oder der Tiefersieder immer mehr zunimmt. Ja, das ist das eine. Und dann widmen wir uns jetzt mal der Verdampfung. Wenn wir tatsächlich einen Produktionsprozess haben, also nicht einen geschlossenen Kreislauf, dann erreichen wir beim Verdampfen nicht die Gleichgewichtskurve. Und das wird mit dem sogenannten Verstärkungsverhältnis beschrieben.